Hallo und willkommen zu diesem Video zum Thema Erwartungswert einer Zufallsvariablen. Das Wesen einer Zufallsvariablen ist es ja, dass vor Durchführung eines Zufallsvorgangs es unsicher ist, welcher Ausgang denn kommen wird. Dafür haben wir dann die Verteilung einer Zufallsvariablen, die uns angibt, was die möglichen Werte sind und mit welchen Wahrscheinlichkeiten sie angenommen werden. Um diese Informationen noch kompakter zu repräsentieren, fragen wir uns dann häufig, was passiert denn im Mittel? Was ist denn ein typischer Wert, den diese Verteilung annehmen kann? Was kommt denn im Mittel heraus, wenn ich immer wieder Werte aus einer Zufallsvariablen beobachte? Und das ist eben der Erwartungswert. Schauen wir uns das nochmal etwas formaler an. Ausgangspunkt ist also ein Zufallsexperiment, dessen Ausgang vorher zunächst mal unsicher ist. Und um zu verstehen, was in diesem Zufallsexperiment passiert, führe ich es nicht nur einmal durch, sondern häufig durch. Und wenn ich das also n mal gemacht habe, dann habe ich Ausgänge a1, a2 und so weiter bis an. Habe also jedes Mal eine Zahl beobachtet als Ergebnis der Zufallsvariablen x. Und dann kann ich mir berechnen, was ist denn im Mittel herausgekommen. Ja, wir haben diese n-Zahlen, a1 bis an, und deren Durchschnitt, das arithmetische Mittel, können wir bilden. Und wenn wir das für ein n machen und das n immer größer und größer und größer werden lassen, dann nähert sich dieser empirische Mittelwert einem festen Wert an, zumindest dann, wenn die Wiederholungen dieses Experiments voneinander unabhängig sind und immer wieder unter identischen Bedingungen durchgeführt werden. Damit ist also dann der Erwartungswert, der Grenzwert oder der langfristige Durchschnitt der zufälligen Werte dieser Zufallsvariablen. Und das nennt man auch das Gesetz der großen Zahlen. Das besagt eben, dass wenn die Anzahl Wiederholungen eines Experiments sehr hoch ist, sich dieser Mittelwert einem theoretischen Erwartungswert annähert. Schauen wir uns das wieder am einfachsten Zufallsvorgang überhaupt an, dem Werfen einer fairen Münze. Das habe ich hier n gleich 7 mal gemacht und hatte da Werte von Kopf, Zahl, Kopf, Zahl, Zahl, Zahl und wieder Kopf bekommen. Und wenn meine Zufallsvariable x so definiert ist, dass sie 0 bei Kopf und 1 bei Zahl annimmt, dann erhalte ich als empirischen Mittelwert dieser 7 Würfe 0 plus 1 plus 0 plus 1 plus 1 plus 1 plus 0, also 4 dividiert durch 7. Und das sind ungefähr 0,57. Und wenn ich das jetzt nicht nur 7 Mal mache, sondern 8 Mal und 9 Mal und so weiter und das n immer weiter erhöhe, dann sehe ich, dass sich dieser empirische Mittelwert, dieses arithmetische Mittel, immer näher an 0,5 oder 1,5 annähert, das, was ich bei einer fairen Münze erwarten würde. Ich habe das also hier mal als Trajektorie aufgemalt, wo ich sehe, der erste Versuch war ein Misserfolg, war Kopf, der zweite Versuch war ein Erfolg, war Zahl, dann sind wir also bei einem von zwei Versuchen gewesen, dann bei einem von drei, bei zwei von vier, drei von fünf und so weiter und so fort. Und das schwankt halt am Anfang und diese Schwankungsbreite wird aber dann immer kleiner, je größer ich mein n mache und je mehr Versuche ich durchführe und schmiegt sich also immer weiter den 0,5 an und asymptotisch für n gegen unendlich würde ich dann bei einer fairen Münze 0,5 erlangen und das wäre dann der Erwartungswert dieser einfachen binären Zufallsvariablen. Wie kann ich nun diesen Erwartungswert bestimmen? Da gibt es zwei Situationen. Einmal, wenn ich die Verteilung von x kenne, wenn ich also weiß, aus welcher Wahrscheinlichkeitsfunktion im diskreten Fall oder aus welcher Dichtefunktion im stetigen Fall diese Zufallsvariable kommt, kann ich mir mit Hilfe derer den Erwartungswert mathematisch ausrechnen. Und das ist das, was wir uns für diskrete und stetige Zufallsvariablen getrennt auch in den nachfolgenden Videos einmal anschauen werden.
In der Praxis ist es dann natürlich häufig so, dass ich nicht die komplette Wahrscheinlichkeitsverteilung kenne. Es gibt Fälle, wo ich es tue, aber auch sehr viele, wo ich es nicht tue. Und da muss ich dann also statistische Methoden anwenden, dass ich also wirklich ein Zufallsexperiment wieder und wieder wiederhole, um dann auf diesen Erwartungswert zu kommen. Weil aber auch in diesem statistischen Fall häufig Verteilungen als Modell verwendet werden, ist es wichtig, mathematisch mit dem Erwartungswert von Wahrscheinlichkeitsverteilungen umgehen zu können. Und das werden wir uns, wie gesagt, in den nachfolgenden Videos noch genauer anschauen.